Hey Leute, ich bin's, die Kampforange, und willkommen zu einem weiteren sehr kurzen Minecraft-Tutorial. Diesmal mit einem sehr, sehr dunklen Start. Und zwar geht es darum, meistens hat man ja Minecraft immer standardmäßig auf sehr dunkel eingestellt. Viele von euch kennen das sicherlich, man geht einfach in die Option, Video-Settings, und macht hier bei Brightness oder Helligkeit von dunkel auf hell. Das macht das Ganze ja schon mal einiges besser. Ihr könnt mich jetzt zumindest sehen, ihr seht, dass ich auch orange bin und nicht, keine Ahnung, dunkelgrau. Man kann sich hier auch mal ein bisschen umgucken und man sieht auch alles andere. Aber wem das jetzt noch zu dunkel ist und man sagt, ich will einfach nur ganz normal Minecraft spielen und möchte, dass es immer hell ist, damit ich nicht immer die ganze Zeit mit Fackeln rumlaufen muss und auch in der Dunkelheit einfach was erkenne, für den ist dieses kurze Tutorial etwas. Also, wir sehen uns gleich auf meinem Desktop wieder. So, da sind wir auch schon. Und zwar gehen wir wieder auf Prozent, AppData Prozent, haben hier wieder unseren Minecraft-Ordner, gehen da einfach rein. So, und jetzt müssen wir hier runter gehen und öffnen die options.txt-Datei. Das funktioniert auch alles so mit dem ganz normalen Windows-Text-Editor. Wenn ihr was anderes habt, dann geht das auch. Jetzt sucht ihr hier nach Gamma. Also hier beim normalen Minecraft ist das dort. Da könnt ihr ruhig einfach 10, also ich nehme immer 100, weil bei 10 ist zwar schon fast alles hell, aber es kann hier und da noch ein bisschen komisch aussehen. Also 100 ist auf jeden Fall sicher. Drückt dann einfach auf STRG S für Speichern oder drückt hier einfach auf Speichern und könnt das Ganze schließen. Wenn ihr aber im Technik-Launcher spielt, dann müsst ihr hier auf Modpacks gehen, dann auf das Modpack, wo ihr es verändern wollt, dann auf options.txt und hier ist jetzt Gamma nämlich ganz oben. Also das sieht im Technik-Launcher schon ein bisschen anders aus, aber es ist bei beidem, es ist Gamma und das könnt ihr dann so auf 100 stellen. Ich gehe jetzt nochmal zurück ins Spiel und zeige euch, was das Ganze bewirkt hat. Jetzt in Minecraft angekommen, sehen wir hier, jetzt ist nämlich alles hell. Selbst in der Nacht, wir können hier hochgucken, der Mond steht noch am Himmel. Es ist trotzdem alles genauso hell wie am Tag. Ich kann jetzt einfach mal Time Set Day machen, um die Zeit auf Tag zu setzen. Man sieht, der Himmel wird zwar heller, aber die ganze restliche Umgebung eigentlich überhaupt nicht. Das heißt, wir haben jetzt, selbst in tiefster Nacht oder ohne Fackeln in einer Höhle, haben wir trotzdem alles sehr, sehr schön hell. Hier dürfte es ja jetzt eigentlich sehr dunkel sein, aber es ist trotzdem wunderbar hell. Ich baue einen kleinen Gang. Hier ist auch alles hell. Noch einen ganz kleinen Tipp zum Schluss. Geht, wenn ihr das eingestellt habt, nicht nochmal in die Video-Settings und berührt diesen Schalter. Denn wenn man den einfach berührt, dann ist es wieder zurückgesetzt und ihr müsst wieder zurück in diese Textdatei und das wieder neu einstellen. Aber ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat, dass es euch geholfen hat. Wenn ja, würde ich mich selber eine Bewertung freuen und teilt gerne das Video mit euren Freunden. Vor allem, weil das jetzt auch mal ein Tutorial ist, das tatsächlich jeder gebrauchen kann. Egal, ob er mit Mods spielt oder nicht. Egal, ob er mit Optifine spielt oder nicht. Ist alles egal. Also gerne eine Bewertung dalassen, Kommentare für weitere Ideen. Abonniert meinen Kanal, um andere Videos nicht zu verpassen. Schaut gerne bei Minecraft Galaxy vorbei. Das verlinke ich euch jetzt auch in der Endcard. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst wieder. Haut rein und ciao.